Ja, wir wurden heute Nacht zu einem Brandeinsatz in einem Einfamilienhaus gerufen. Die Lage vor Ort stellte sich derart dar, dass ein Brand im Erdgeschoss ausgebrochen war. Eine verletzte Person bereits vor dem Gebäude aufgefunden wurde durch uns. Es wurden im Gebäude noch weitere zwei verletzte Personen durch die Feuerwehr gerettet und eine Person konnte nur noch leblos geborgen werden. Ja, also der Brand im Eingangsbereich des Gebäudes wurde durch die Feuerwehr gelöscht und die Nachlöscharbeiten dauerten auch noch eine Stunde an, zogen sich dann auch noch bis ins erste Obergeschoss hin. Für die Kameraden, die natürlich alles freiwillige Feuerwehrleute sind, ist das immer ein sehr tragisches Ereignis, wenn man gerade mit leblosen Personen zu tun hat. Wir werden natürlich die bestmögliche Unterstützung geben und notfalls auch mit Notfallseelsorge bei den Kameraden arbeiten. Wir waren insgesamt mit 12 Fahrzeugen vor Ort aus der Stadtfeuerwehr Wilke-Haslau mit den Ortsfeuerwehren Kulitsch und Silberstraße. Unterstützt wurden wir von der Berufsfeuerwehr Zwickau mit der Drehleiter und von der Feuerwehr Reinsdorf mit einem weiteren Löschfahrzeug und Tanklöschfahrzeug. Insgesamt waren wir mit 59 Kameraden vor Ort.